Willkommen zur zweiten Fest2Stories-Folge. Mein Name ist Frank und in der heutigen Folge geht es um Tauchsägen mit dem Führerschein natürlich. Und ich sage immer, Fest2Tool ist Tauchsäge und Tauchsäge ist Fest2Tool. Und zur Unterstützung habe ich mir hier den Tommy mit eingeladen. Hallo Tommy. Hi Frank. Ich bin der Thomas Kreis, arbeite bei Fest2Tool im Schulungsbereich und in der Messeplanung und darf natürlich nebenher auch noch unser Museum entsprechend mitbetreuen. Und wir haben uns heute hier an so einem besonderen Platz getroffen, der Frank und ich. Und seine Fragezeichen sind immer noch recht groß, Frank. Ja, also was hat eine Handkreissäge mit so einem Torbogen zu tun? Grundsätzlich mal. Ja, der Torbogen ist eben so ein Synonym für Zuverlässigkeit, Langlebigkeit, Innovationskraft und war tatsächlich im alten Gebäude in der Esslinger-Ulmer Straße eingebaut. Mhm. Dazu muss man wissen, ich habe im April 2000 bei der Firma begonnen und bin selber noch 3 Monate durch das Portal jeden Morgen zur Arbeit gegangen. Also von daher hat man das dann einfach, weil es halt vom Firmengründer gestammt hat, mit aus der Fassade ausgebaut, hier installiert. Und das war eben auch in Zusammenhang, weil praktisch hier gegenüber auch der Haupteingang in das Gebäude war, als man hier im Jahr 2000 nach Wendlingen umgezogen ist. Schöne Erinnerung. Und heute geht es ja hauptsächlich um diese Handkreissäge, um diese Tauchsäge. Und der Tommy, ich glaube, du sollst mir jetzt ein bisschen mehr zeigen oder uns mehr zeigen von damals. Aber natürlich werden wir uns auch in die Zukunft dann begeben. Ich nehme dich mit ins Museum und dann gucken wir mal, was wir da vorfinden. Ja, Tommy, jetzt sind wir hier im Museum und das sieht richtig toll aus. Aber was hat dieses Museum jetzt hier an Besonderheiten? Weil ich weiß, das Museum ist nicht für die Öffentlichkeit so gedacht, sondern mehr für die eigenen Mitarbeiter. Und du hast ja hier so ein bisschen die Hand federführend drauf, um das Ganze hier zu archivieren etc. Aber mehr vielleicht von deiner Seite. Ja, also es ist relativ einfach. Warum ist die Wahl auf mich gefallen? Hat den Hintergrund, dass der Gottlieb Stoll den gleichen Beruf gelernt hat wie ich. Er hat am gleichen Tag Geburtstag, vielleicht auch so ein Indikator. Und er war einfach ein Visionär. Also Sachen, Dinge, die für die Fest2Tool heute auch stehen, aber immer die bessere Lösung bieten zu wollen, das kann man hier drin eigentlich sehr schön jemandem zeigen und Öffentlichkeit nicht zugänglich. Heißt aber, man kann es auf Zuruf machen, aber es ist tatsächlich kein öffentliches Museum, wie man das sonst von Museen kennt. Wir haben uns heute hier das Thema Handkreissägen oder speziell Tauchsägen uns ausgeschaut oder angeschaut. Und hier sehe ich jetzt die ganze Bandbreite an Handkreissägen. Ich muss es gestehen, hier sind nicht so arg viele Tauchsägen auf den ersten Blick. Das heißt, wir haben hier hauptsächlich Handkreissägen, oder? Genau. Also das Thema, diese Rubrik Tauchkreissäge per se, die ist relativ jung. Also wenn man jetzt, sag ich mal, bei etwas über 40 Jahren von jung sprechen kann, dann ist es so. Aber was du tatsächlich hier sehen kannst, ist natürlich die Geschichte der Handkreissäge per se in Deutschland. Und die fängt eben hier an dem rustikalen Gerät, nehmen die an, nimm das ruhig mal in die Hand. Boah. Ich hoffe, du hast gut gefrühstückt. Das sind einige Kilos. Und was mir hier natürlich auffällt, ganz klar Fetzer und Stoll. Esslingen am Neckar, eine richtig große, schwere Handkreissäge. Und hier vorne ist ebenfalls noch ein F-Logo, F-Zeichen drauf. Aber das sieht nicht wirklich aus wie ein Fest2Zeichen. Was hat es auf sich so? Ganz schön schwer. Ja, Frank, das ist eine SB126 aus dem Jahr 1930. Und die hat ein stolzes Gewicht, weil man natürlich da noch keine Kunststoffe gekannt hat. Also es war alles in massivem Guss gefertigt. Ja, deshalb auch langlebig natürlich. Und ja, was man heute als Kernkompetenz von Fest2Tool anschauen kann, dass man die eigenen Motoren baut, bis hin, also von Universalmotoren bis hin zu den aktuellen EC-Motoren, das war nein, nicht immer so. Okay. Und deshalb ist da dieses andere Logo drauf, das du wahrgenommen hast. Das ist nämlich das Fein-Logo. Der Fein war damals eigentlich einer der ersten, der überhaupt Motoren bauen konnte, richtig, elektrische Motoren. Und was man natürlich aber auch sehen kann, ist natürlich, dass der Fokus von Fetzer und Stoll in den Anfangsjahren tatsächlich auf dem Zimmereigewerk gelegen hat. Interessant. Ganze Bandbreite, verschiedene Größen an Sägen und natürlich hier im hinteren Bereich Führungsschiene. Und das ist natürlich auch was, wo ich eingangs gesagt habe, Fest2Tool Tauchsäge, Fest2Tool Führungsschiene, das gehört zusammen. Und hier so ein ganz altes Modell, sage ich mal, mit einer
Platte ist ja das letztendlich. Ja. Und hier ein massiv Stahlprofil dran. Genau. Was gibt es da für schöne Geschichten? Ja, das ist quasi das Urlineal aus dem Jahr 1962, das genau so von einem Anwender, von einem Schreiner zurückgeholt werden konnte. Und jetzt bist du ja selber Schreiner und wenn da jetzt plötzlich einer kommt und sagt, aber eigentlich bist du nicht in der Lage, gerade auszuschneiden ohne so eine Führerschiene, dann wirst du dir deinen Teil denken. Ja. Aber was man tatsächlich erkannt hat, ist natürlich, dass es mit so einer geführten Handkreissäge schneller, einfacher und sauberer geht. Mhm. Und das sieht man auch hier in diesem Brett, in dieser Darstellung, dass man natürlich dann verschiedene Stufen durchlaufen hat. Und auch das, was heute ein Standard ist, dass wir diesen Splitterschutz haben, um einen nahezu ausrissfreien Schnitt zu bekommen. Das war nicht von Anbeginn an so, sondern man hat erstmal die Sägen geführt und erst im Zusammenspiel mit der Tauchkreissäge kam das Thema Splitterschutz mit dazu. Gutes Thema. Ich sehe jetzt gerade hier, du hast gesagt, wir haben am Anfang, das ist alles in Metallgehäuse geführt. Dann wird es aber irgendwann mal hier gelb, sage ich mal, und dann blau. Wie kommt es, dass jetzt hier Handkreissägen dann auf einmal gelb werden und dann blau? Das ist nicht Gewalt. Deswegen frage ich so. Nee, das war einfach so eine Erkenntnis, dass man irgendwann mal der Meinung war, jetzt hat man Kunststoffe zur Verfügung. Das heißt, da sind wir ungefähr in den 1970er Jahren. Okay. Und die Maschinen sollten markant sein. Also hat man aber diese gelbe Farbe gewählt. Dann aber schnell erkannt, dass so eine schickere, dunkelblaue Farbe doch charmanter ist. Und deshalb das Modell, das du danach siehst, Frank, das ist die AXT45, die dann natürlich aber schon klein, leicht, handlich ist und tatsächlich auch schon so ein bisschen Ähnlichkeit zu unseren aktuellen Tauchsägen hat. Also von der Bedienbarkeit war es vergleichbar. Aber natürlich, wie der Name sagt, mit 45 mm eher auf so Plattenmaterialien zugeschnitten. Hier vorne ist so ganz markant dieser Anschlag da. Und ich bin ja Schreiner. Ich weiß noch, in der damaligen Zeit war es unheimlich hip, Schattenfugen zu sägen, also Schattenfugen oben in der Decke hat man da gesägt und da war dieser Anschlag da prädestiniert. Hier natürlich dieser Absaugstutzen, der ist ein bisschen überdimensioniert hier in der Position. Ja, das war damals natürlich auch so ein Thema. Das Thema Absaugung hat man erkannt gehabt. Man hat mit Fremdfabrikaten praktisch abgesaugt, die kamen damals von Starmix. Egal. Ja. Man hat es aber noch nicht integriert so elegant, wie das heute der Fall ist. Aber es ist aber eine Vorstufe von dem, was wir eben heute kennen und in der Folge sieht man dann eben über die legendäre ATF-55, die mit Sicherheit auch bei vielen Handwerkern noch läuft. Die haben noch viele Handwerker im Einsatz, ja. Bis hin dann zur TS-55, das ist, die seit 2003 im Markt ist und seit der Zeit kann man sagen, hat Festool praktisch jedes Jahr weit über 100.000 Exemplare verkauft. Ja, tolle Übersicht über die Handkreissägen, über die Tauchsägen von Festool. Aber das war jetzt Vergangenheit, Tommy. Jetzt schauen wir uns mal das Ganze in der Gegenwart an und natürlich in der Zukunft. Ja, das hört sich spannend an und interessiert mich brennend. Da gehen wir jetzt in die Praxis. Lass uns gehen. Tja, Tommy, hier nun die aktuelle TS55F, die du ja auch kennst. Und natürlich ist es ein Sägchen, wo so jeder Handwerker, jeder Schreiner im Einsatz hat. In Kombination wie hier jetzt mit der neuesten Führungsschiene. Ich denke, ideal für alle diese Handwerker draußen in dem Holz- oder in dem Schreinerbereich. Was macht so eine Säge besonders? Und zwar auch auf Langlebigkeit. Du hast vorher im Museum erzählt, die ATF zum Beispiel hat ja, sehr, ist sehr lange im Betrieb. Die TS55, ich glaube seit 2003, 2004 ebenfalls im Einsatz. Ich selber habe sie auch. Ich liebe die Säge, weil die wirklich hervorragend arbeitet. Aber was ist da das Besondere? Vielleicht kannst du mir aus deinem mechanischen Bereich leben, ein bisschen diese Feinheiten zeigen in der Maschine drin. Ja, das kann ich, Frank. Dafür habe ich mal was vorbereitet. So ein bisschen wie im Kochstudio. Schauen wir mir ein Schnittmodell, weil das tatsächlich eine Festool-Qualitätsstufe ist, dass man sagt, man hat einfach kein Problem mit dem Getriebe. Das Getriebe ist eigentlich immer der Schwachpunkt einer Handkreissäge schlechthin. Wie kommt das? Wenn man zu stark drückt? Ja, das hat verschiedene Faktoren. Es gibt, ist materialabhängig. Dann weißt du natürlich aus deiner eigenen Praxis, dass ihr nicht immer scharfe Sägewände drauf habt. Das heißt, der Schnittdruck kann natürlich variieren und das wirkt dann hauptsächlich am Getriebe. Und wenn das halt, ich sag mal, schlecht konstruiert ist, dann kann das dort aber zu einem Ausweichen führen. Und das führt dann aber zu dem klassischen Getriebeschaden. Um das zu vermeiden,
hat Vesuv natürlich auch Lernschleifen geflogen und seit der Einführung 2003 haben wir hier, guck mal, eine dritte Motorwellenlagerung. Ah. Das heißt, wir haben im Ankerbereich, im Kollektor, seitlichen Kugellager, ein Hauptlager und hier vorne wird das Ritzel nochmal einer dritten Lagerung aufgenommen. Und das sorgt dafür, dass die Ankerwelle einfach statisch bleibt und nicht ausweichen kann. Und das merkt ihr als Anwender natürlich, dass einfach das Getriebe hält und hält und hält, so wie ein VW-Käfer. Sehr schön. Andere Frage, wenn ich jetzt hier mit meiner Tauchsäge arbeite und habe hier mehrere, sage ich mal, Jahre schon gearbeitet, dann macht es irgendwann mal Klick und das Ding geht nicht mehr. Genau, damit bist du beim Thema Universalmotor, den wir natürlich hier auch drin haben. Im Akkubereich haben wir ja natürlich den bürstenlosen Motor, weil das dort einfach einen anderen Hintergrund hat und das werden wir in der Zukunft vielleicht auch dann hier einsetzen können. Bürstenlose Motoren, weißt du, haben aber den Vorteil, dass sie eine kompaktere Baugröße haben, einen höheren Wirkungsgrad bieten können und praktisch keinen Verschleiß haben. Hier jetzt ein klassischer Bürstenmotor drin. Und wo sind wir jetzt hier mal die Kohlenbürsten? Das kann ich dir auch nochmal zeigen. Guck mal, hier sieht man den Kollektor, also das kupferne Teil mit den Lamellen drauf. Und da drauf liegen praktisch die Kohlebürsten an. Und wenn du jetzt praktisch eine Abschaltkohlebürste hast, so wie Festool die auch einbaut, dann heißt das aber, man kann den Motor nicht kaputt machen, sondern einfach, es findet irgendwann kein Stromfluss mehr statt. Und das ist dann der Zeitpunkt, wo man das Maschinchen in den Service schickt, dann macht er den Deckel hier runter. Wir können dann praktisch die defekten oder die verbrauchten Kohlebürsten runternehmen, macht neue rein und dann läuft die wieder. Super, vielen Dank für die Infos. Jetzt habe ich was Schönes für dich. Und zwar nicht die TS55, sondern Zukunft. Ah, bin ich gespannt. So schaut sie aus. Wow. Die TS60. Und du hörst schon im Namen 60, das heißt, wir haben hier 62 mm Schnitttiefe. Das Ganze hier aufgebaut mit einem bürstenlosen Motor. Da kommen wir zu dem Thema Verschleiß. Also hier, ja, verschleißfrei, kann man sagen. Endloses Arbeiten möchte ich mal ebenfalls sagen, wenn wir hier den Motor im Fokus haben. Und natürlich ganz wichtig, solche wichtigen Dinge wie zum Beispiel Kickback. Und dieser Kickback, wenn wir Handwerker hier in manchmal ganz komischen Lagen einen Tauchschnitt durchführen, dann kann es schon mal sein, dass die Säge nach hinten raus möchte. Und das verhindert dieser Kickback-Stop, weil der schützt natürlich den Handwerker von schwersten Verletzungen, aber natürlich auch die Führungsschiene und was ganz wichtig ist beim Schreiner, das Werkstück. Ja, wenn ich so in die Küchenarbeitsplatte denke, die viel Geld kostet und die du dann versaust, weil das Gerät zurückschlägt, kann ich verstehen. Und das ist wirklich ein großer Vorteil. Man kennt es auch von der Akkusäge, da haben wir es ja auch drin. Aber hier auf jeden Fall Kickbackstop. Dann als zweites haben wir den Vorteil jetzt bei der TS60, dass wir hier nicht nur mit der Führungsschiene arbeiten, sondern wir haben auch die Kappschiene, hervorragend. Und der eine oder andere kennt ja die Kappschiene von der HK55 oder HKC55. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, diese Schiene hier aufzusetzen. Und du siehst, auch das ist jetzt möglich, mit der TS60 Kappschnitte durchzuführen. Ja, das macht natürlich die Vielfalt der Anwendung mit einem ganz ordentlichen Fächer weiter auf. Also man hat ohnehin schon ein tolles Portfolio, was Zubehöre um die Handkreissägen herum angeht und das ist eine perfekte Ergänzung hier. Genau. Spielerschutz beidseitig ist ebenfalls natürlich dabei und last but not least, wir haben hier, wie schon gesagt, diesen EC-Motor eingebaut, der jetzt hier noch ein bisschen mehr Drehzahl hat. Und somit die Zerspannung hier für eine richtig tolle Performance sorgt. Das heißt, die sägt wie durch Butter die Maschine. Und wir können es auch hier recht gut sehen, eine Animation, wie die Säge hier hervorragend durchs Material geht. Wenn wir überlegen, die TS55 war ja schon, sage ich mal, 100%. Jetzt können wir da diesbezüglich noch was drauflegen. Eine richtig tolle Maschine. Ja, dann merkst du, was aber so ein bürstenloser Motor ausmacht, der man aber bei gleicher Baugröße viel, viel mehr Leistung reinpacken kann. Und das äußert sich natürlich in diesem Arbeitsfortschritt. Also man hat auch tatsächlich die gleiche Verzahnung
gewählt. Das heißt also eine 42-zähnige Hartmetallschneide, die hier auch eingebaut ist. Und um die Schnittqualität sicherzustellen, hat man natürlich einfach diese dünnen Sägeblätter mit einer anderen Zahngeometrie versehen. Früher war das ein reiner Wechselzahn. Heute geht man auf so eine Wechselzahn-Dachzahn-Kombination. Und diese Reduzierung von früher 48 auf jetzt 42 Schneiden führt natürlich dazu, dass aber diese einzelnen Schneiden eine bessere Abstützung bekommen, weil das Blatt ja dünner geworden ist. Was mir auch gut gefällt in der Säge ist, ich kann auf jeden Fall hier so arbeiten. Das heißt, dass ich hier auf dieser Fläche die Säge eventuell führen muss. Aber beim Sägeblattwechsel kann ich die Säge tatsächlich auf diese Seite kippen. Und das war bei der TS55 immer ein bisschen kritisch, weil da ging dann das Gewackel los, weil der Motor hier über, vorsteht. Ja. Ja. Und das Taumeln, das scheint echt sehr interessant. Genau. Und natürlich auch hier wieder den schönen Fastfix-Hebel. Der Schlüssel kommt dir gleich hier entgegen. Das Ganze arretiert dann ein, klappst rum, sitzt sauber auf. Kannst den Schlüssel hier ansetzen und kannst jetzt durchlaufen, also wie es läuft, wie die Sägeblatt sich dreht, wie es läuft, so geht es auch auf. Und so kannst du hier sehr komfortabel die Schraube lösen, das Sägeblatt rausnehmen und dann wieder wechseln. Was man hier schön sieht, Frank, ist ja der Führungskeil, das ist eigentlich der Sensor, Spaltkeil, den haben wir ja nicht mehr. Genau. Also man kann in der Einstellung wahrscheinlich auch sehen, dass der Keil aber nicht in der Flucht vom Sägeblatt ist, weil er eben das Material detektiert und der wird praktisch beim Schneiden eingetaucht und sobald der rauskommt, ist eben dieser Kickback-Schutz aktiv und stoppt das Sägeblatt ab. Das sind genau diese Infos, die mir so ein Mechaniker wie du liefern kann. Ich weiß. Ich gebe das wieder zurück in die Arretierung und können loslegen. Tja, tolle Maschine. Tommy, ich denke, jetzt können wir uns noch mal anschauen, wo die TS60 produziert wird. Das können wir machen, aber bevor so eine Maschine in die Serie geht, Frank, da muss noch einiges im Hintergrund passieren, ein bisschen im Vorfeld passieren, damit wir nachher einfach sicherstellen können, dass die Qualität, die da an den Handwerker verkauft wird, einfach dauerhaft passt. Du sprichst von Testen. Genau. Versuche. Ja. Wie funktioniert das? Du bist ja hier im mechanischen Bereich mehr involviert. Also es wird so gut wie alles getestet, das heißt, abhängig von der Maschine kann das aber sein, ein Falltest, der durchgeführt wird auf eine Metallplatte, über Stabkammertests, über mechanische Tests. Okay. Aber um sicherzustellen, dass das Gerät wirklich den Anforderungen entspricht oder die sogar übertrifft. Mhm. Das ist das eine. Und das andere? Das zweite ist natürlich, dass wir Testkunden haben, die etwa ein Jahr vor der geplanten Markteinführung schon diese Geräte zum Test bekommen und aber unter realen Bedingungen hier aber gucken, passt die Qualität oder nicht. Interessant. Okay, jetzt schauen wir uns aber die Serie an und zwar, wo das genau hergestellt wird, diese Tauchsäge, die TS60. Und da befinden wir uns oder gehen wir hier nach Weilheim, am Fuße der Schwäbischen Alb. Und dort haben wir vor 19 Jahren ungefähr eine neue Produktionsstätte erbaut. Und Tommy, vielleicht hast du da auch das eine oder andere Insights für uns. Ja, diese neue Produktion in Weilheim ist seit August im letzten Jahr in Serie gegangen, in Produktion gegangen. Und dort steht natürlich auch die Montageinsel, die jetzt explizit diese TS60 montieren wird. Viele Prozesse sind natürlich so teilautomatisiert, aber wir gönnen uns immer noch eine visuelle Kontrolle, die aber von Personen durchgeführt wird, um halt die Qualität sicherstellen zu können. Ja, ich denke, man sieht es ja hier sehr aufwendig zum Teil, diese kleinen Schräubchen etc. reinzupacken. Aber zum Schluss in den Systemer und dann geht's los zum Kunde raus. Und tolle Sache. Genau. Nun, ich denke, ihr habt mal wieder ein bisschen Einblick bekommen über die Handkreissägen, über die Tauchsägen von der Firma Festool, von der Vergangenheit bis jetzt in die Zukunft. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Dürft es gerne kommentieren und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.